Herr Stadler, was können Sie uns über den Spielabbruch sagen, der heute in der 77. Minute bei diesem Spiel SV Spielberg gegen FV Ravensburg passiert ist? Ja, der Linienrichter hat angezeigt, dass er beworfen wurde und auch im Gesicht getroffen wurde. Und daraufhin hat der Schiedsrichter herausgegangen und hat dann gesagt, dass der Linienrichter sich nicht in der Lage fühlt, das Spiel weiterzumachen. Wir sind dann noch in der Kabine kurz gewesen, die Trainer und ich. Und ja, da war es dran, dass der Linienrichter sich nicht mehr in der Lage fühlte, das Spiel weiterzuführen. Von wem wurde er beworfen und womit? Ich denke, wenn man das gesehen hat, es war im Gästeblock, da waren sieben oder acht Leute von Ravensburg drin gestanden. Oben und unten waren Ordner von uns gestanden. Und also, ich meine, da gibt es keine zweierlei Meinung. Er ist von Ravensburger Seite, was natürlich schade ist, aber es war halt so, dass er auch während dem Spiel schon beschimpft wurde ist und es dann halt gegipfelt hat, dass er beworfen wurde und halt dann getroffen wurde und darum dann nicht mehr das Spiel weitermachen konnte. Was meinen Sie, hätte man die Situation vielleicht auch anders lösen können? War der Spielabbruch wirklich notwendig, auch aus Ihrer Sicht? Ich denke, das Spiel sollte immer sportlich fair zu Ende gehen und vielleicht hätte der Linienrichter jetzt vielleicht vorher, so wie es auch die Kollegin vom FV Ravensburg sah, vielleicht vorher der Linienrichter mal schon anzeigen solle, dass der FV Ravensburg eingreifen könnte oder wir vom SV Spielberg mit einer Durchsage schon sagen könnte, bei der nächsten Aktion gibt es Sanktionen. Aber da hat er nichts angezeigt und hat dann erst nach dem Wurf angezeigt und das war vielleicht ein bisschen spät. Und ja, das war vielleicht der einzigste Vorwurf, den man vielleicht machen könnte. Vom Trainer der Gästemannschaft heute wurde ja auch leicht der Vorwurf formuliert, dass vielleicht auch die Ordner hätten früher einschreiten können. Wir haben unseren Gästeblock, der ausreichend war für die Regionalliga, auch dieses Mal gut bestückt. Wenn jemand etwas in die Hand nimmt und wirft, da können die Ordner daneben stehen, hast du keine Chance. Und ich finde, das wäre auch nicht mit 20 oder 30 Ordner nicht zu lösen wäre, wenn jemand was in den Innenraum schmeißt. Was steht jetzt über die Spielwertung fest? Da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Es ist auch ein Neuland für uns, diese Sache. Das wird das Sportgericht wieder ihr Urteil darüber finden und dann werden wir sehen, wie das Urteil ausgefallen ist. Das wäre dazu vielleicht noch eine kurze Frage dazu, wie Sie heute das Spiel gesehen haben und wie Sie die Leistung der Mannschaft heute bewerten. Ich denke, Ravensburg war in der ersten Halbzeit in allen Belangen klar überlegen. Wir waren enttäuscht, weil wir gedacht haben, dass die Mannschaft vielleicht jetzt mal die Trotzreaktion bringt, nachdem diese Woche mit dem Phil Weimer, ein wichtiger Spieler, für uns die ganze Runde jetzt ausfällt, mit dem Kreuzbandriss, Stefan Müller beim Warmacher sich verletzt hat. Also sind wir schon ein bisschen gebeutelt gewesen, aber ich habe gedacht, dass vielleicht ja, eine Reaktion kommt, aber das war in der ersten Halbzeit nicht, dann kriegen wir das 0-3 und erst, wo das 0-3 gefallen war, haben wir dann, wo das Spiel eigentlich fort war, haben wir dann angefangen ein bisschen Fußball spielen und haben dann auch zwei Tore gemacht, wo sich die Mannschaft dann gebäumt hat, aber das hätte ich mir halt gewünscht, dass das von Anfang an macht. Das war aber so heute nicht der Fall und ja, da müssen wir viel, viel arbeiten. Ihr Trainer hat ja gemeint, dass das auf jeden Fall so nicht weitergehen kann, will auf jeden Fall eine starke Veränderung und hat auch über Neuverpflichtungen von Spielern gesprochen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wir haben einen Kader und dieser Kader ist aktuell, mit dem wir zusammenarbeiten und da wird sich auch bis Weihnachten mit Sicherheit nichts ändern und dann werden wir uns mal zusammensetzen, ob wir vielleicht auf ein, zwei Positionen oder was machen können, aber jetzt Stand bis Weihnachten ist das unser aktueller Kader, mit dem wollen wir was erreichen und da müssen jetzt die Spieler Charakter zeigen und einfach mal da vorangehen und auch mal die Ärmel zurückkrempeln.